den abgebaut hat, um die Kiste zu öffnen, musste man diesen Kiesblock abbauen. Und wenn man... Ha! Wer ist er denn? Er gammelt da unten erstmal unter dem Dirtblock rum, da in dem Luft... Habt ihr es gehört? Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Ja, und erstmal setzt der Bello sich nämlich hier hin. Und ja, ich muss aber ganz kurz ein paar Sachen erklären. Und zwar habt ihr ja mitbekommen, dass ich am Wochenende kein Video hochgeladen habe. Das liegt daran, dass ich meine Krankheit wahrscheinlich von letzter Woche nicht wirklich auskuriert habe. Und ich immer noch den übelst derbsten Husten hatte oder habe immer noch. Und ja, ich habe mir jetzt aber überlegt, komm, wenn das bis Montag nicht weg ist, dann machst du einfach eine Aufnahme. Also kann es auch gut sein, dass ich ab und zu mal zwischendurch ein bisschen husten werde. Auf jeden Fall ging es mir halt am Wochenende wieder richtig bescheiden und deswegen habe ich mir gedacht, komm, das werden die nicht übel nehmen. Der PC ist komplett ausgeblieben und ich habe mir gedacht, okay, komm, dann wirst du halt am Montag die nächste Aufnahme machen. Werden meine lieben guten Abonnenten schon überleben? Denke ich zumindest, hoffe ich zumindest. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt hier neu mit neuer Energie, neu am Start und ja, wir werden jetzt hier mal ein bisschen Holz sammeln, wie ihr gerade schon seht. Und dann werden wir nämlich mit diesem Holz irgendwas bauen, denke ich mal. Auf jeden Fall wird es irgendetwas sein. Was es ist? Oh Gott, da war es am Ruckeln. So, nein, ich habe schon so eine ungefähre Ahnung. Und zwar möchte ich ja hier an der Treppe, da haben auch einige von euch gesagt, macht da noch so mal so Holzbalken hin und dann kann man da so richtig schön so mit dem Zaun und so und so und so. Ja, und das werde ich jetzt auch tun. Das heißt, wir werden jetzt hier einfach mal so Holzbalken hinmachen. Da müssen wir mal gucken, dass das auch vernünftig aussieht. Was mache ich denn? Okay, wir machen es so. Ich hoffe mal, dass es funktioniert. So, so, so und so. Ja, so sollte das eigentlich vernünftig aussehen. Jetzt ist nur das Problem, dass das hier so ein bisschen blöd ist wegen der Kante. Ne? Ja, wie machen wir das denn? Warte mal, ich guck mal, wenn ich das jetzt wieder abreiße hier. Wir machen das jetzt mal einfach. Ich habe keinen Zaun mehr. Scheiße. Ich muss mal ganz schnell im Zaun craften gehen. Und das können wir jetzt eigentlich langsam hier abreißen, dieses Baugerüst hier. Und die Kühe gehen mir schon wieder richtig auf den Sack. Na egal. Man kann nichts gegen tun. Es sind Kühe. Sie haben eine mindere Intelligenz. Und sie können nichts anderes außer Mu zu sagen. Haltet die Schnauze jetzt. Geht mir so auf den Sack. So, ach, jetzt habe ich ja doch... Ne, Zaun habe ich gecraftet. Ich wollte schon gerade sagen, ich habe nur Stickies gecraftet, aber nein. Ich habe alles richtig gemacht. So, so sieht es nämlich aus. Und so wie das Geländer dann aussieht, sieht ein bisschen bescheiden aus. Aber egal, wir machen das jetzt einfach mal so. Und ihr könnt dann ja nochmal in die Kommentare schreiben, ob ihr das vielleicht anders machen würdet. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Wäre natürlich schöner, wenn der Zaun sich jetzt verbinden würde. Aber dadurch würde dann die ganze Sache ein bisschen hoch werden. Naja, ich denke, das ist so okay und ich finde das eigentlich auch gar nicht so schlecht. Muss ich jetzt ganz ehrlich mal zugeben. So, und ja, jetzt ist natürlich das Problem, dass das jetzt ziemlich blöd aussieht mit der Kante da, ne? Also, weil hier können wir trotzdem noch runterfallen. Das heißt, wir könnten auch hingehen und das so machen. So. Aber dann könnten wir auch hingehen und das Ganze hier so runterbauen. Weil das dann ja sowieso schon so hoch ist. Ach, egal, wir lassen das jetzt erstmal so. Ihr könnt ja nochmal in die Kommentare schreiben, weil mich würde das jetzt persönlich nicht stören. Aber wer weiß, was ihr dazu sagt. So. Ach ja. Scheiße. Wir brauchen noch Türen. Ist mir jetzt gerade mal so aufgefallen, weil da oben sieht ja blöd aus. Ach, und wir brauchen, da vorne brauchen wir, glaube ich, auch noch Türen. Da haben wir auch noch nichts an Türen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal... Boah, ich könnte einem so derbe auf den Sack gehen, Leute. Aber richtig. Echt jetzt mal. Ohne Scheiß jetzt. Könnt ihr einem auf den Sack gehen. So. Machen wir mal hier... Wie viele Türen brauchen wir denn? Eins, zwei, die kann man natürlich wieder nicht stacken. Drei, egal, ich hole ja gleich sowieso die Sachen wieder. Und vier. Ach, jetzt habe ich die Tür weggeworfen. Nein. So, jetzt muss ich erstmal gucken, bis ich sie wieder richtig aufsammle. So, sehr schön. So, und jetzt können wir hingehen und ich weiß, die Kühe, die gehen einem gerade richtig auf den Senkel. Aber ich kann daran nichts ändern. Setzen wir hier mal die Türen hin. So, zack. Ich würde sagen, das sieht gut aus. Und wir müssen wirklich gucken. Ey, ich habe aber keinen Bock, da die ganze Zeit zu bauen, wenn die Kühe einem so derbe auf den Senkel gehen. Da müsste man eigentlich den Game Sound komplett runterstellen dafür. Aber naja, das macht man ja auch nicht.
Weil sonst hört man ja die Creeper nicht, die hinter einem kommen. So, zack. Und ey, da fehlt was. Da fehlen ganz eindeutig Fenster. Und damit fängt es nämlich schon an. Jetzt fängt nämlich wieder dieses Dekorative an, wodurch sich dann im Endeffekt das Haus dann entweder zu einem guten und schönen Haus entwickelt oder einfach nur derbe hässlich wird. Also, lassen wir uns doch einfach überraschen. Und wir könnten eigentlich nochmal so ein Vordach hier drüber bauen. Das wäre, glaube ich, auch ziemlich geil. Aber so ein gerades Vordach ist auch ziemlich hässlich. Es wäre ziemlich geil, aber es könnte auch ziemlich hässlich werden. Wir gucken uns das Ganze mal ein bisschen von weiter an. Ja, keine Ahnung. Ich kann da jetzt gerade nicht wirklich viel zu sagen. Ich kann das jetzt gerade nicht einordnen, ob das gut aussehen wird oder ob das schlecht aussehen wird. Allgemein ist es ja sowieso so, wenn wir das Dach jetzt hier einkürzen würden, also ich sag mal, ich würde das Dach jetzt hier absäbeln, dann wird das Dach wesentlich besser aussehen, weil es halt nicht wirklich so lang ist. Dadurch, dass ich aber gerne dieses Dach hier drüber haben möchte, ist das natürlich jetzt wieder eine ganz andere Sache. Also es gibt so einige Sachen, die ich gerne an dem Haus noch verändern würde, aber irgendwie muss ich ganz ehrlich sagen, da fehlt mir gerade so ein bisschen die Idee für. Da stehe ich gerade so ein bisschen, also ich habe auf jeden Fall das Verlangen, ja, man kann es schon Verlangen nennen, hier irgendwas reinzubauen. Was da rein soll, weiß ich gar nicht. Also irgendwie, keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich jetzt zugeben, dass ich da momentan ein bisschen ratlos bin. Aber ganz ehrlich, ich glaube, man könnte jetzt einfach nur aus coolen Gründen hier einfach mal so failen. Nee, aus coolen Gründen könnte man, glaube ich, hingehen und hier auf das Dach nochmal so ein Dachfenster bauen wie da. Also nicht so groß, sondern einfach nur so ein kleineres Dachfenster, weil wir haben ja hier oben, haben wir auch was drin. Und dadurch würde, glaube ich, die ganze, würde die ganze Geschichte hier ein bisschen auflockern. Das heißt, das Dach würde nicht so übermäßig scheiße aussehen. Sag mal, es war auf gut Deutsch einfach so. Es würde nicht so scheiße aussehen. Haben wir es denn jetzt mittig? Ja, das ist ja schon mal schön. Das heißt, wir haben jetzt hier schön mittig haben wir das hier schon mal drin. So, und jetzt machen wir das hier mal alles weg. Dann kommen nämlich hier so wieder so Holzpfeiler hin, die das ganze Dach oder beziehungsweise dieses Fenster dann tragen. So. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das am besten mal. Ich glaube, das müssen wir auch noch wegmachen dafür. Das sieht man ja von unten dann nicht wirklich. Ja. So, jetzt nehmen wir unsere Holz, unbearbeiteten Holzbalken. Und die schmeißen wir dann erstmal hier dran. Und dann machen wir wieder so und so und so und ey, wer hätte das gedacht? Es passt perfekt. Ist ja unglaublich. So, ja. Und damit wäre eigentlich das Dachfenster schon fast fertig. Wir könnten natürlich jetzt auch cool sein und einfach das Dachfenster so wirklich so übertrieben so machen. Dann hat man nämlich so, Kuckuck, kann man auch so nach oben gucken und so. Ist eigentlich ziemlich chillig. Was machen wir jetzt hier? Genau, hier müssen wir jetzt eigentlich hingehen und so ganz uncool so einen Balken reinsetzen. Sieht natürlich von außen ziemlich schäbig aus, aber egal. So, und dann haben wir hier schon mal so ein Dachfenster drin. Gucken wir uns das Ganze mal von außen an. Boah, sieht das scheiße aus! Boah, das sieht echt mega kacke aus. Ey, warte mal, da müssen wir Stufen draufsetzen. Alter, wie scheiße sieht denn das aus? Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Aber das kann vielleicht so ein bisschen an meiner noch richtig harten Krankheit liegen. Weil ich ja noch so richtig übelst erkältet bin. Ich würde sagen, wir machen mal so. Nein! Es wird scheiße aussehen! Mann, es wird richtig scheiße aussehen. Alle von euch wissen es und ich weiß es auch schon, aber ich muss es tun, Leute. Wirklich. Glaubt's mir, es wird richtig scheiße aussehen. Weil das Dach höher ist als das normale Dach. Alleine das wird schon richtig pervers kacke aussehen. Egal, wir werden es jetzt einfach mal so versuchen. Und ich werde es mir jetzt mal einfach angucken gehen. Oder wir werden es uns zusammen angucken. Also, es sieht scheiße aus. Definitiv sieht es scheiße aus. Und warte mal. Ich muss mal kurz meinen Hund hier aktivieren. Damit, falls hier irgendwelche Spinner kommen wieder. Spinner. Das dann. Oh! Der Hund hat mich da runtergeschubst. Auf jeden Fall. Es war der Hund. Definitiv. So, und wir machen jetzt nochmal hier ein ganz kurzes Vordach. Und ihr schreibt sowieso in die Kommentare, ob es gut aussieht oder nicht. Aber ich denke mal, es wird richtig aussehen.
So, zack. Und zack. So, und das, ey, oh, das ganze Dach müssen wir ein bisschen nach hinten ziehen. Dann sieht das nämlich hier auch shitte aus, glaube ich. Wenn wir das jetzt hier so drüber ziehen, dann sieht es voll ätzend. Und man könnte natürlich jetzt auf der anderen Seite genau das gleiche machen. Dann hätte man hier so ein... What the fuck, das war richtig knapp. Okay, ich glaube, wenn man das jetzt hier so rüberzieht, komplett durch, dann hätte man nämlich so ein X hier drin. Dann wäre das nämlich gar nicht so schlimm, weil dann wäre das Dach... Ja, das sind immer so Entscheidungen, die muss man jetzt treffen. Und das Problem an solchen Entscheidungen ist, wenn man das jetzt macht und es dann im Endeffekt scheiße aussieht, dann hat man wirklich viel, viel Zeit verschwendet, sage ich jetzt einfach mal. Also es sieht nicht unbedingt schlecht aus, aber es sieht auch nicht unbedingt geil aus. Ich glaube, ich weiß aber auch, woran das liegt. Das liegt daran, weil das da oben, das Fenster bis oben hin durchgezogen ist. Ich glaube, das müssen wir mal ändern, weil auf der Seite habe ich es jetzt nämlich nicht gemacht. Da habe ich nämlich ein viereckiges Fenster gebaut und dafür brauchen wir mal ganz kurz eben ein bisschen unbearbeitetes Holz hier. Das werden wir uns mal ganz schnell von dem kleinen Baum hier holen. Und dann werden wir da nochmal hingehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, langsam nimmt das ganze Ding Gestalt an, aber wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob das so geil ist. So, wir machen das mal weg. Ach, guck mal, das hätten wir sogar hier wegnehmen können, weil das brauchen wir nämlich da nicht. So, haben wir Fackeln dabei? Ja, haben wir, sehr schön. Dann können wir nämlich hier ein paar Fackeln reinmachen, weil das ist sehr dunkel hier in dem Raum. Das wollen wir ja nicht. So. So sieht's aus. Dann haben wir nämlich hier so ein kleines Fenster drin. Machen wir mal so. Und das können wir nämlich jetzt auch wegmachen, weil unbearbeitetes Holz ist immer so rar und das ist immer sehr schade, wenn das dann drauf geht. Und das ist jetzt nämlich das Blöde. Jetzt haben wir nämlich hier so eine Vertiefung. Jetzt könnten wir natürlich hingehen, weil das allgemein, finde ich, gar nicht so schlecht aussieht. Wir gucken uns das Ganze nochmal von draußen an. Alter, hier ist schon wieder eine übelste Armee. Würde ich sagen, ziehen wir das Dach doch einfach durch. Das heißt, wir gehen da jetzt wieder hoch und dann machen wir das ganze Dach mal so ein bisschen einfach so hier drüber. Ich würde sagen, oder dieses Fenster, dass man dann hier halt so ein Schrägdach nochmal drin hat. Und ich würde sagen, das Ganze könnte vielleicht dieses Haus noch ein bisschen besonders machen. Gucken wir es uns doch einfach mal an, was hier so draus wird. Und ich, ganz ehrlich, ich habe mir vorhin so ein Video angeguckt von so einem, ja, von so einem Engländer oder vom Amerikaner. Der hat ein Video zu einem Mod gemacht und ich fand das Video so geil. Ich bin gerade wirklich am Überlegen, diesen Mod mal reinzuhauen, euch diesen Mod mal vorzustellen. Ich fand diese Mod richtig geil. Es ging halt dabei um Ruinen in, ich hab dich gesehen. Wer macht denn da jetzt schon wieder Stress? Auf jeden Fall ging es da um Ruinen, so in der Wüste, also in jedem Biom gab es dann immer so eine Ruine, so eine Ruinenart, sage ich mal. Und da gab es dann immer so kleine Fallen, kann man schon sagen, ja, kleine Fallen. Also da gab es natürlich auch Kisten, wo man dann irgendwelche Sachen rausholen konnte, aber meistens waren die Kisten immer so, dass man eine kleine Falle halt gestellt bekommen hat. Zum Beispiel war da so ein bisschen so ein kleiner Kiesblock und wenn man den abgebaut hat, um die Kiste zu öffnen, musste man diesen Kiesblock abbauen. Und wenn man... Ha! Wer ist er denn? Er gammelt da unten erstmal unter dem Dirtblock rum, da in dem Luft... Habt ihr es gehört? Nee! Alter... Geil. Okay, auf jeden Fall musste man halt, um an die Kiste ranzukommen, musste man dann immer so einen Dirtblock oder einen Gravelblock oder so kaputt machen. Und dadurch ist dann immer irgendeine Kettenreaktion gekommen, wo man dann irgendwie von Lava verbrannt wurde oder von Wasser irgendwie weggeschwemmt wurde und dann erstmal runtergefallen ist irgendwo. Also eine ziemlich coole Sache und eine ziemlich geile Mod. Wenn ihr Bock habt, dann kann ich euch die mal vorstellen. Lass mal gucken. Hätte ich auf jeden Fall ziemlich Lust drauf. Vor allen Dingen, weil die Mod mir sehr, sehr... Junge! Was soll denn das? Verzieh dich aus meinem... Nein, 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 nein. Du... Dreckshund, Mann! Was soll denn das? Aber er hat nicht wirklich viel kaputt gemacht. Was ist denn das? Ist ja mal irgendwie lustig. Gut. Er hat nicht so wirklich viel kaputt gemacht. Dann ist das doch nicht so wirklich schlimm. Bis auf zwei Türen und eine Stufe. Und wo sind die Türen überhaupt? Da sind sie.
Ganz ehrlich, mein Inventar geht mir gerade selber richtig auf den Senkel. Es ist so unaufgeräumt. Also wenn wir diese Baustelle abgeschlossen haben, dann muss ich unbedingt mein Inventar aufräumen. Das steht schon mal fest. So, jetzt gehen wir wieder aufs Dach und dann machen wir hier mal eben kurz das zu Ende, was ich hier gerade so ein bisschen angefangen habe. Und zwar, ja, das brauche ich natürlich jetzt nicht machen, diese Stufe hier durchzuziehen. Das heißt, das Lied machen wir erstmal weg, weil das jetzt gerade irgendwie gar nicht an den Tag passt. Dann gehen wir hin und ziehen hier erstmal so ganz gemütlich die Stufen lang. Bis hier, würde ich erstmal sagen. Damit wir so ungefähr den Mittelpunkt noch haben. So, 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 so und so. So, sehr schön. So, und jetzt können wir nämlich hingehen und hier wieder so einen Durchbruch machen. Das heißt, der wird ja hier gemacht. Das kommt weg. Bin ich ja schon mal froh, dass es auf beiden Seiten symmetrisch gebaut ist. Das heißt, ich habe jetzt hier wieder diese Lücke. Wäre jetzt ein bisschen doof gewesen, wenn hier die Lücke nicht da gewesen wäre. So. Genau, das filmen wir jetzt nochmal ganz kurz und dann haben wir unsere 15 Minuten wieder voll. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gerade froh, dass die 15 Minuten voll sind, weil ich glaube, ich kriege hier gleich den übelsten Hustenanfall. Ja, wir bauen nochmal ganz kurz eben das hier zu Ende. Und zwar, wie ist denn das jetzt? Warte mal. Wir haben jetzt hier die Holztreppen. Und dann haben wir das hier so hochgebaut. Genau, zack, zack. Zack, zack. 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 Und dann zack. So nach hinten. So sieht's aus. Haben wir es überhaupt so nach hinten gebaut? Oder? Ne, haben wir gar nicht. Wir haben das gar nicht mehr nach hinten gebaut. Wir haben ja die kompletten Holzbalken da weggemacht. Weil wir haben das alles ausgetauscht durch anderes Material. Aber egal, wir lassen das jetzt erstmal so. Und dann machen wir schon mal hier Glas rein. Und dann sind wir schon mal an dem Punkt. Ach nee, gar nicht. Wir können ja jetzt eben kurz die, weil die brauchen wir ja nicht an den Stellen. Können wir die nämlich wegmachen. Und die können wir dann hier oben hinsetzen. Genau, so, da, zack, zack. So, und dann haben wir nämlich das Holzfenster oder den Holzrahmen von dem Fenster, haben wir dann nämlich schon fertig. Und dann müssen wir nämlich nur noch ein bisschen Holz sammeln, um uns hier oben... Ah, nee, das können wir... Stimmt, das können wir ja so füllen. Sehr cool. So, und dann können wir das Ganze auch ein bisschen weiterziehen, damit das auch hier so drüber geht. Nicht wahr? So. Und dann können wir hier nämlich auch noch Treppen hinbauen. Und dann haben wir es sogar schon fast fertig. Ist ja unglaublich. Weil jetzt frage ich mich nur. Ach so, warte mal, da haben wir Treppen hingebaut. Zack, zack. Die Treppe kommt weg. Jetzt bin ich gerade in so einem kleinen Arbeitsrausch, aber ich glaube, das stört euch jetzt nicht, wenn ich das eben kurz fertig baue. Dann haben wir nämlich wenigstens schon mal die Baustelle für die nächste Aufnahme dann auch schon fertiggestellt. So, warte mal, jetzt haben wir keine. Ach doch, klar, da haben wir. Ach ne, das ist so helles Holz. Das nervt auch übelst. Manchmal ist es cool, aber manchmal ist es auch richtig nervig, wenn man dann immer dieses helle Holz hat. Naja, egal. Ach, mein Hund. Mein Hund. Der gute alte Bello. Da ist er ja. So, zack. Jetzt mal hier beide Beine gebrochen, ey. Voll auf den Boden geflattert. So, das kommt wieder weg. Und dann setzen wir nämlich hier wieder Stufen hin. Ach, guck mal. Passt es genau. Ist ja unglaublich, ist das ja. Und jetzt kann man nämlich hier wieder... So, und zack. Dann hätten wir das nämlich fertig, diese Baustelle. Und dann können wir uns das Ganze jetzt mal von außen angucken. Und ihr könnt dann ja schön in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet oder wie ihr das findet. Ich finde das allgemein gar nicht so schlecht. Vor allen Dingen haben wir da ein bisschen Licht in der ganzen Geschichte drin. Und, ja, warte mal, ist das jetzt nicht symmetrisch? Nein! Ach, stimmt. Ja, okay, gut. Das ist kein Problem. Ihr seht ja, dass das auf der rechten Seite ein bisschen länger ist. Das liegt daran, weil ich noch den Überhang gemacht habe. Das habe ich jetzt auf der anderen Seite nicht gemacht, weil ich jetzt auch gar keine Treppen mehr habe. Ist das eigentlich gar nicht so schlimm. Ja, ich finde allgemein dadurch, dass es jetzt so schräg ist, kommt das auch ein bisschen mehr in dieses Mittelalterliche rüber. Also vielleicht kennen ja von euch ein paar diese Gebäude, von diesen Medieval-Gebäuden, diese Bilder von diesen Medieval-Gebäuden. Da gibt es ja auch öfters mal diese Schrägdächer drauf. Finde ich eigentlich an für sich gar nicht so schlecht. Vor allen Dingen gibt das dem Raum dann ein bisschen mehr Volumen und ein bisschen mehr Licht. Ja. So, schreibt es mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich hoffe, dass euch die Folge wieder gefallen hat. Wir sehen uns in der nächsten Minecraft-Folge wieder. Bis dann. Ciao. Zack.